und Farben. Und hier oben auf der linken Seite. Das ist doch alle schon wieder seid ihr. Ja, hallo ihr Lieben, heute ist ein wunderschönes Wetter hier in Görlitz und ihr wolltet mal ein wenig mehr von Görlitz sehen. Somit haben wir bei diesem wunderschönen Winterwetter gedacht, wir machen da mal ein Video drüber. Wir fahren jetzt von der Innenstadt, von der Altstadt, Richtung polnischer Grenze. Wir machen noch ein kleines Ringel, weil wir sind etwas von unserem Heimatplatz, von unserem Parkplatz zu Hause entfernt. Und bei dem Wetter sieht das wirklich schön aus. Hier geradeaus, das ist eine Schule, ich glaube, das ist ein Gymnasium. Rechts geht es in die Altstadt. Ja, und hier ist der sogenannte Obermarkt, wo wir auch wohnen. Und vom Obermarkt geht es dann durch die Altstadt zum Untermarkt, wo das Rathaus ist. Das, wenn ihr das wollt, können wir da auch noch ein Video machen. Na, aber hier so fährt jetzt der Bus von der Stadtrundfahrt. Hier auf der linken Seite wohnen wir. Hier ist unser Parkplatz. Und das ist jetzt der ganze Obermarkt. Und von dem Obermarkt fahren wir jetzt Richtung Polen. Und dann nehmen wir euch doch einfach mal mit. Ja, wir sitzen hier gemeinsam. Tommy ist auch dabei. Er ist relativ ruhig. Der hat heute schon mal eine schöne Aktion gestartet. Und zwar hat er aus der Küche eine schöne Flasche Sirup stibitzt, ins Schlafzimmer mitgenommen, übers ganze Bett verstreut. Die Hälfte wahrscheinlich getrunken von dem Sirup. Ja, und dann mit seinen Sirupfüßen durch die ganze Wohnung gelaufen. Also wir brauchen, glaube ich, nicht mehr erklären, oder? Naja, aber wir sind ja bei einer Stadtrundfahrt. Und ich hoffe, die Aufnahmen sind gut. Ich habe die Kamera auf Automatik. Wir fahren jetzt die gleiche Strecke wieder zurück, wie wir gerade gekommen sind. Hier auf der linken Seite ist wieder das Gymnasium. Und hier ist auch so ein Marktplatz, der ist relativ... Nee, da ist eigentlich sehr schön, aber jetzt gerade nicht mehr, weil das jetzt eine Großbaustelle ist. Da wird wieder so gestaltet wie vor 100 Jahren. Ne, da haben sie die Bäume hier links und rechts gefällt. Riesengroße Bäume, die angeblich krank waren. Naja, egal. Aber wo der Markt halt noch existent war, dann hat man hier jeden Tag Markt gehabt. Und Wochenende sogar noch einen größeren Markt, wo man tolle Produkte kaufen konnte. Vieles frisches Gemüse, auch viele polnische Händler. Anna, schwenkt mal hier rüber, dass die mal sehen. Das war der Markt hier. Und ja, naja, wie gesagt, gerade Baustelle. Hier auf der linken Seite ist schon wieder eine große Schule. Anna, mal hier rüber. Also wir haben ganz viele Schulen hier in Görlitz und wir haben aber auch ganz viele Altenheime, Residenzen. Und ja... Wir lieben es in Görlitz, die Nähe zu Polen, die Nähe zur Tschechoslowakei oder zur Tschechischen Republik, ich weiß gar nicht, wie das jetzt heißt, ist auch egal, ist halt easy. Also es geht jetzt nicht nur ums Tanken, sondern auch allgemein ums Einkaufen. Ist zwar nicht mehr großartig billiger, aber man findet halt schon mal andere Sachen. Ne? Und gerade für die Anna mit ihren russischen Wurzeln, da brauchen wir ganz andere Zutaten beim Kochen, ne? Wie zum Beispiel eine Mayonnaise, die man zum Beispiel in Polen schon wieder bekommt. Ja, das Wetter ist natürlich ein Genuss. Hier vorne fahren wir links
sind wir eigentlich schon fast in Polen. Rechts ist ein Altenheim. Anna, schwenk mal hier rüber. Das Haus da. Auch ein sehr schönes Haus. Ja. Und jetzt geht's direkt über die Stadt, über eine Brücke nach Polen rüber. Es gibt auch noch eine Fußgängerbrücke in der Altstadt. Da kann man, weil es halt eine Fußgängerbrücke ist, nicht fahren. Aber hier kann man halt mit dem Auto rüberfahren. Momentan natürlich wird das kontrolliert. Also hier noch nicht. Der wird bloß raus. Also nicht, dass er denkt, das ist schon die Grenzkontrolle. Nee. Aber hier unten kommt schon die Grenze. Hier unten ist die Grenze. Rechts auf der Seite, das ist das Gebäude vom Bundesgrenzschutz. Dahinter ist die Görlitzer Hochschule. Auch wunderschöne Gebäude. Und hier auf der linken Seite die ehemalige Stadthalle. Oder war das auf polnischer Seite Stadthalle? Naja, auf jeden Fall irgendein Veranstaltungsort für Kultur. Ne, es ist eine Bühne drin. Ja, und geradeaus ist jetzt, also ihr seht jetzt hier die Grenzkontrolle und die Brücke ist sozusagen die Grenze. Jetzt geht es über die Brücke drüber. Unten drunter befindet sich die Neiße, der Fluss Neiße. Ja, jetzt sind wir in Polen. So, das soll es erstmal gewesen sein. Wir bringen euch nachher noch ein weiteres Video von Görlitz oder von Polen, wissen wir noch nicht ganz genau. Weiter und weiter geht's. Hier rechts und links ist halt Stadtpark, wunderschöner Park mit einem, nee, sind eigentlich mehrere Spielplätze, wie zum Beispiel hier auf der rechten Seite. Und links sind wunderschöne Villen, so Stadtvillen. Und wenn ihr jetzt hier runter guckt, da kommt schon wieder die Neiße. Ne? Auf der anderen Seite ist dann schon wieder Polen. Und ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, diese Stadtbrücke, wo man drüber laufen kann, die sehen wir dann gleich. Lasst euch nicht irritieren. Das Geräusch ist nicht unser Papagei, das ist Artem oder Tommy. Der will halt auch mal mitreden. Die Anna schwenkt jetzt mal hier rechts rüber und da seht ihr auf der polnischen Seite, da sind ganz viele Restaurants und im Sommer ganz toll mit den ganzen Biergärten und auch super Restaurants dabei, tolle Qualität. Wir gehen da wirklich gerne essen, also wenn wir mal essen gehen. Auf der rechten Seite ist eine alte Fabrik, die wird jetzt hergerichtet. Ja. Und dann seht ihr, wenn ihr es schon seht, also ich sehe es schon, hier hinten auf der rechten Seite, das ist die Fußgängerbrücke, die rüber nach Polen geht, von der Altstadt. Ja. Also ganz, ganz toll. Es lohnt sich immer, Görlitz mal anzuschauen, zu jeder Jahreszeit. Links ist halt Stadtmauer und sind so zwei Mauern. Und zwischen den zwei Mauern sind so Gärten angelegt. Die sind aber erst ab April geöffnet. Und hier oben auf der linken Seite haben die Restaurants, ja, die Anna schwenkt woanders hin, aber ist egal, die Restaurants ihre Biergärten. Links geht es jetzt in die Altstadt hoch, rechts über die Brücke nach Polen. Hier oben ist eine schöne alte große Kirche. Ja. Das wollten wir euch jetzt mal noch zeigen, weil das Wetter halt so schön ist. Wir nehmen euch mal noch 2 Minuten mit, weil da oben kommt nochmal die Stadtverwaltung. Das ist auch sehr sehenswert. Das war die alte Jägerkaserne. Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs war das Kaserne und jetzt ist es halt wie in vielen Städten die Stadtverwaltung. Ja, und das zeigen wir euch jetzt mal schnell noch. Und dann fahren wir weiter zum Einkaufen. Da brauchen wir euch ja nicht mitnehmen. Ja, und hier oben ist auch wieder Stadtmauer. Und hinter der Stadtmauer genauso wieder. Ne? Wunderschöne Gärten, wo man toll spazieren kann, wo man im Sommer auch schön Schatten findet.
Auf der rechten Seite geht es jetzt in eine Siedlung rein, wo sehr schöne alte Wohnhäuser, ein schönes altes Wohnviertel sich befindet. Da sieht man wirklich Schmuckstücke, das ist der absolute Wahnsinn. Ne, wirklich alles erhalten hier in Görlitz. Vom Auto her können wir euch jetzt nicht so besonders viel zeigen, aber ich glaube, ihr seht schon. Ne? Und bei dem schönen Wetter mit dem Schnee, das sieht ganz besonders toll aus. Ui, da war es etwas glatt gerade. Ne? Aber ja. Jetzt haben wir hier oben auf der rechten Seite haben wir die Jägerkaserne. Ist halt wie so eine alte Burg konstruiert mit richtig dicken Mauern und das ist jetzt Stadtverwaltung. Na, von uns zu Hause ist das eine Gehminute entfernt. Sehr praktisch für uns. Tommy, hast du Lust? Ja, er spricht heute nicht mit uns. Der hat vorhin ganz viel gesprochen. Ja, und dann seine Aktion mit mit dem Sirup, die war auch ganz toll heute, ne? Bett versaut, aber ja, ich erzähle es euch später mal, ne? Er ist halt nicht gut drauf. Das liegt wahrscheinlich daran, dass er heute Nacht wieder sehr zeitig wach war und dann durch die Wohnung gehüpft ist. Mit knallenden Türen, so dass wir an jede Tür dann wieder irgendein Kleidungsstück binden mussten, damit es nicht ganz so laut ist für die Nachbarn. Ja, das gehört halt dazu, ne? Und das ist das, was wir immer sagen. Im Wenn ist das für uns sehr viel einfacher als zu Hause irgendwo. Da stören wir niemand. Hier im Van ist ein begrenzter Raum. Na, da hinten. Da hat er nicht viel Möglichkeit, irgendwelche Dummheiten zu machen. Ja, sein. Tommy, sagst du noch was dazu? Oder nicht? Ja, drück meine Hand zu. Ganz toll, Tommy. Aber ist schon süß, ne? Sag mal Mu. Ja. Ah, na klappt doch. Ja, eigentlich wollte ich jetzt ein schönes Wintermovie drehen, aber ja, die wollen lieber im Auto sitzen. Unser Wohnmobil im Schnee. Die Heizung ist angesprungen. Jetzt machen wir uns das mal hier drin gemütlich und dann zeigen wir euch mal hier diese Gegend, die ist nämlich wunderschön mit ganz tollen Häusern. Ich gehe rein. So ein wunderschönes Winterwetter und Tommy möchte hier hinten drinnen sitzen. Naja, so ist das nochmal. Oh, das kriegt man ja gar nicht jetzt. Na, also ihr seht draußen diese tolle Winterlandschaft.
Das ist doch herrlich, ne? Man sitzt hier schön im Schnee auf dem Parkplatz und wir gucken erstmal die neueste Serie von Steffens Gemüsegarten. Wir sind alle schwer begeistert. Anna, du auch? Ja, ich auch. Schwer begeistert. Steffen, du machst das ganz toll. Ne? Anfang Januar jetzt erstmal schön Paprika aussehen. Das ist wie Sonntag zum Samstag. Auf jeden Fall schon mal schön warm hier drin. Und unser Steffen läuft immer noch und wir sind ganz begeistert. Aber jetzt habe ich einen richtig schönen Einfall. Ich hatte ja vor 2 Tagen Senfeier gemacht und auf unseren anderen Kanal gepostet. Und dann unser Gartennachbar Steffen, wo wir jetzt das Video angucken, der hatte mir saure Eier verlinkt. Und das Video war so lustig, dass ich da jetzt einen genialen Einfall habe. Lasst euch da mal überraschen, was ich mit dem seinem Video noch mache. Bringen wir mal noch Müll weg und dann fahren wir noch mal durch dieses coole Städtchen hier. Wie gesagt, Schlesien. In der Nähe von Zittau. Wunderschön, sehr idyllisch hier. Und da kommt mein Winterhase. Ein sogenannter Winterseitschuk. Ja. Bei dir ist alles klar da? Ja. Ah. Zack. Ganz genau. Auf jeden Fall. Er muss kacken. Nee. Anna. Er muss gleich. Hoppi. Er will kacken.